Willkommen zurück. Ich bin in Hogsmeade vor den drei Besen. Und zwar machen wir heute die nächste Story auch von der Hauptgeschichte. Ja, und danach würde ich wahrscheinlich auf Erkundungstour gehen, sagen wir so und so ein paar kleine. Nicht Dungeons, dafür ist es zu klein. Aber diese kleinen Nebenaufgaben machen. Ich kann ja auch Alomora jetzt und dann kann ich die Tiere befreien, die wir ab und zu im Wald auch in den Käfigen gesehen haben. Deshalb. Danach wird es wahrscheinlich auf Erkundungstour gehen. Mal schauen. Heute ist nochmal Hauptstory. Rutkos Helm. Keine Ahnung. Ich bin in Hogsmeade. Wir sollen mit Sirona reden. Wir hätten sonst nur noch zwei Nebenaufgaben auf. Das sind aber Sachen, die wir sehen müssen in Hogwarts. Genau. Und wenn wir da durchschlittern und schlendern durch Hogwarts, sehen wir es hoffentlich. Ich latsche ja an sich relativ viel und dann mal gucken. Ja. Egal, nichtsdestotrotz, wir starten rein. Ich stehe vor den drei Besen. Gucken wir doch mal, was los ist, wenn ich den Eingang finde. Auf der anderen Seite, man könnte auch auf die Karte gucken, dann sieht man das ohne Probleme. Aber ich habe mich gerade umentschieden, weil ich den Laden hier sehe. Wie schön, Sie wiederzusehen. Und da ist ja hier kein. Lumos. Ich muss Licht anmachen, sonst ist das Bild nicht klar. Weil es ja nicht wirklich einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt, kann man seine Sachen immer verkaufen. Das Na, mache ich wonach jetzt. suchen Sie heute? Das wäre auf jeden Fall schlechter. Also ich würde es verkaufen. Ist auf jeden Fall schlechter, was mir so angezeigt wird. Weil ich habe doch nicht so viele Itemplätze und ich weiß ja nicht, was wir gleich machen müssen. Mit meinem Glück geht es gleich irgendwie, naja, schief, würde ich sagen. Aber ich Danke fürs kann Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. meinen Hut we auswechseln. Ich habe gar keine. Ah, ich habe gar keine Brille. Nicht so toll. Sieht denn der aus? Nee, auf gar keinen Fall. Ohne Mütze. Ohne Mütze. Denn man weiß es, bei jeder Na, Gelegenheit wonach suchen Sie heute? die Sachen verkaufen, weil man keinen Platz im Inventar hat. Und man braucht die Kohle, wenn Danke fürs man Vorbeischauen. seinen Raum Hoffentlich bis der bald. Wünsche einrichten möchte. Und ich labere einfach weiter, obwohl er labert. Das ist kein Problem Lumos. für mich. So, in die drei Besen. Auf geht's. Was will Sirona? Oh, da ist noch eine Nebenaufgabe. Können wir danach noch machen? Reden wir Hallo, erstmal mit schön, Sie zu Sirona. sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Das bin ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Ich war überrascht, wie vertraulich Sie mit dem Kobold umgegangen sind. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Ach so. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Aber jetzt sind Sie Freunde. Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt, was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrok und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, möchte ich mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrok. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrok und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein, auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Wissen Sie, woran Ranrok und Rookwood gemeinsam arbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten, aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen,
ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Mhm. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, ich frage mich auch jedes Mal, wie ich sowas zustande bekomme, davon abgesehen. Suchen Sie Lodgok im Wirtshaus Eberkopf. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Danke dir, ja. Ich mir auch nicht. Lumos. Dann suchen wir den doch mal im anderen Wirtshaus. Da war ich, glaube ich, auch noch nie in dem anderen Wirtshaus, oder? Jetzt könnte ich hier überall einbrechen. Zumindest überall, wo Stufe 1 ist. Hier könnte ich rein? Nee. Keine Tür. Das ist nur eine Dekotür. Du gehörst mir, Demigeist. War da einer etwa? Ich habe ihn nicht gesehen, weil sie ja gerade reagiert. Sie hat aber gerade reagiert. Boah, da war Fleisch. Also richtig eklig. Das sind Ostereier oder wie? Nee. Obst. Hier, das ist, muss das nicht gekühlt werden? Oder reift es? Vielleicht reift es auch. Also sie hat gerade reagiert gehabt, aber ich komme hier nirgendwo rein, weil es Stufe 2 ist. Gleichfalls, Amit. Neue Instrumente sind ein vertrautes Gesicht. Dank der großen Klar. Lumos. Bin zwar pleite, aber ich spende immer wieder gerne. Ach, hier ist es schon. Das ist ja alles echt Stufe 3. Hinten war ich auch noch nie, oder? Nee, hier ist nämlich die Kiste. Und ein Zettelchen. Video. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Ja, okay. Da war noch eine Kiste. Ab und zu mache ich ganz gerne mal alles kaputt. Ihr kennt es nicht anders von mir. So muss das. Gibt es hier noch was? Kann ich auch von hinten da rein? Ja. Na. Aber ich sollte doch einen Hogwarts sammeln, dachte ich. Hi. Das war nicht Clown. Ach, hier gibt es gar keinen Clown. Kann es sein, dass es hier gar keinen Clown gibt? Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Bin ich nicht zu jung dafür? Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Mhm. Genau. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, damit ich Ihnen einen Schritt voraus sein kann. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich so süß bin. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Wenn ich das Relikt beschaffe, woher weiß ich dann, dass Sie die Wahrheit über Renrock sagen? Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Mhm. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Na dann. Auf zum Grab. Jetzt könnte ich mir eine neue Verzauberung leisten. Lumos.
Ich habe ja alles. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Oder soll ich etwa ein paar Alraunen mitnehmen, damit es besser läuft? Oh, ich könnte die Brille ausrüsten, die ich gerade eben eingesammelt habe. Schick. Ein Auge für Mode habe ich ja übrigens immer. Ich bin sehr modebewusst. Kein Problem. Da würde ich aber eher das hier nehmen. Das ist nämlich die neue Maske der Todesser. Ja. Na, dass ihr Bescheid wisst. Ich muss jetzt immer gucken, ob ich überall einbrechen kann. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich könnte da aber noch die Kiste öffnen. Das ist ja schließlich nicht wenig Geld unbedingt. Lumos. Haben oder nicht haben? Nicht wahr? Akio. So. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Super. Da sind ganz viele rote Sachen da drüben. Irgendwelche Gegner sind da. Sieht er die nicht? Ich sehe schon, wir werden gleich angegriffen. Ich sag's euch. Da sind auch Florfliegen. Ja, sieht ich würde gerne die Florfliegen einsammeln. Und da ist ein Merlins-Dings. Geheimnis. Ein Dings. Okay, da laufen wir dran vorbei. Am Merlin-Geheimnis auch. Lumos. Lumos. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Das ist ein neues, das hatte ich noch nicht. Also für mich ein neues. Definitiv ein neues. Lumos. Habe ich jetzt alles? Ja. Lumos. Ich kann halt nicht schneller laufen, ich passe mich den NPCs an. Nebenbei ein mehr ach, Herr Jemie. Nebenbei ein Märchenrätsel machen. So macht man das nämlich. Hände noch Pilze, die hätte ich ganz gern. Dann ist er aber gleich weg. Ich nehme an, da zu der Tür. Torbogen. So sieht es mir aus. Zum Eingang der Gruft. Warum haben wir uns ja nicht beim Eingang direkt getroffen? Da hätte ich noch das Märchenrätsel machen können. Auf dem Rückweg dann. Und im 3-Besen war eine Nebenquest. So viel zu. Ich mache keine Nebenquests mehr. Mhm. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Na super. Oh, ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Das sind Pilze. Es ist auch hell. Jetzt ist es frühe Morgenstunden. So zaubert sich's doch am besten. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Immer. Was macht diesen Helm denn so besonders? Oertkots Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Mhm. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes.
Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Oh ja, okay. Ich kann. Kann ich, passt. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Auf Entfernung und Feuer. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Brauchte man den Pulsoja? Dann passe ich das hier doch gleich mal ein bisschen an. Nämlich Depulso anstatt Accio, wenn ich die weghauen soll. Und das ist auch ein Fernangriff. Ja. Könnt ihr natürlich auch einfrieren. Das war... Wir probieren es erstmal so. Würde ich sagen, wir probieren es so. Ich wollte da gerade reinlaufen, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe nur Fernangriffssachen eigentlich ausgerüstet. Also in der Theorie. So, jetzt. Revelio. Okay, ist ein ganzer Dungeon. Bin ich gespannt. Mhm. Also erstmal wahrscheinlich Rätsel bestimmt wieder. Nein, das wollte ich nicht. Lumos. Ich denke mal, ich suche eine Motte. Da hinten ist auch eine. Die ich mir gleich hole. Seltsam. So. Sieht schon cool aus. Ist auch krass, wie sich das ändert, wenn man mal das Licht anmacht. Also, das ist echt ziemlich viel bedacht, weil man ja in Wirklichkeit auch nicht so viel sehen würde. Sagen wir es mal so. Ist ja dunkel. Aber das war ein Mottenrätsel der anderen Art. Bei Merlins Bad. Bei Merlins Bad, jetzt fängt sie auch damit an. Genauso wie die anderen. Kiste. Da drüben gibt es ja auch noch ein paar Sachen. Ja, noch eine Kiste. Also Geld, sagen wir es so. Geld. Ich finde das auch nur minimal staubig hier drin. Ne? Das ist doch alles gar kein Problem. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Ja, und zwar muss ich wohl Motten suchen gehen. Da wäre eine. Lumos. War etwas nah dran. Geld. 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 Ich frag mich, warum die so hysterisch anfangen zu wackeln, die Motten, wenn man in die Nähe kommt. Man sieht die doch eigentlich auch ein bisschen aus der Entfernung. Und ich jetzt. Und ich glaube, wenn man Revelio benutzt, dann sieht man es noch eher. Ich benutze Revelio jetzt eher nicht so häufig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt ja daran, dass ich sonst nicht die Chance habe, sowas zu verwenden. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich das mit Delpulso aufbrechen, oder wie? Ah, okay. Deshalb brauche ich Delpulso. Erst sammeln... Und dann die Motte. Ja, mein Inventar ist jetzt gleich schon wieder voll.
Lumos. Ich sag's euch, das ist gleich schon wieder voll. Instant. Dann würde ich aber, glaube ich, den Pulso lieber hier hochsetzen. Das dahin und dieses kurz mal einfrieren. Probieren wir es mal aus. Ihr habt noch nicht gekämpft. Ich bin mal gespannt. Fühlt sich im... Ja, es fühlt. Fühlt sich in meinem Kopf gerade noch logisch an. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Was ist das denn? Skelette? Ach, die Dinger sind es. Muss ich ja erst anders angreifen. Ich hab nicht hingeguckt. Das waren ja die. Die muss man erst mit Feuer bekämpfen. Damit das funktioniert. Deshalb musste man, glaube ich, auch erst einen Nebenauftrag machen. Da hatte man die auch als Aufgabe, dass man da so eine Kreatur, ich nenne es jetzt mal Kreatur, töten musste. Gibt es hier noch mehr? Revelio. Aber sie hat sich auch gerade ein bisschen so angehört, als würde sie anfangen zu weinen. Kann ich nicht hoch, doch. Ich gerade schon gewundert. Verspielter Hexenhut. Na, den habe ich doch schon an. Noch eine Tür. Nein. Lumos. So. Ich muss auch mal hingucken, was ich ausgerüstet habe. Ich weiß. Der Überraschungseffekt. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Mach ich gleich. So, weil ich dann wahrscheinlich da hoch muss. Antreiben könnte. Müssen die da rein? Lumos. Weil hier halt auch so eine komischen Einkerbungen sind. Bevor ich jetzt... Ja. So, mal anders gemacht. Finde ich okay. Finde ich so ganz gut, dass man ein bisschen überlegen muss. Ach so, eins reicht, ja? Ich muss doch nach da. Und wie drehe ich das jetzt an? Ah, ach so, verstehe. Das ist nur für die Kiste. Ah, nein, weil hier oben auch noch eine Motte ist. Okay, ich verstehe. Weil hier halt zwei sind, deshalb habe ich mich gerade gewundert. Und jetzt ist... Die Motte halbiert sich dafür, okay. Wissen wir Bescheid? Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Ich glaube, ich hätte eigentlich beide hierher setzen müssen. Ich glaube, das war ein Fehler. Weil es war nur eine und sie war auf einmal auf beiden Seiten. Deshalb war ich gerade auch etwas verwirrt. Also ich nehme an, die Idee ist, dass man beide da reinsetzen würde. Oder sie sind so brutal und die Motte halbiert sich. Es kann auch sein. So, ist ja vielleicht gut möglich. Hier gibt es schon relativ viel Kohle. Kann ich auch hoch, oder? Sag ich ja. Da hinten gibt es ein paar Sachen. Hä?
Revelio! Die Plattform muss näher heran. Ja. Nur wie? Jetzt muss ich echt noch Accio benutzen. Aber die bekomme ich da doch nicht raus. Die sieht so fest aus. Accio! Sag ich ja. Sag ich ja. Jetzt mal hier runter. Ja, komm. Auf jeden Fall bewegen sich hier drin dein Knochen. Ich Leviosa. Nee, das wollte ich nicht. Accio. Ah. Gut, das nicht, was ich gerade gedacht hätte. Hier gibt's noch ein Fach. Accio. Ich weiß nicht, Revelio. Was mir das sagen soll. Soll ich hier was zusammensetzen, oder? Ich weiß es nicht. Ach, da. Ach, ja, okay. Nach da oben? Ich komme doch nicht mehr nach da oben. Doch. Ah. Nein! Ja, jetzt raufsetzen, ja? Nee, gar nicht. Vielleicht die anderen Sachen? Kann ich auf jeden Fall bewegen, aber ich habe keine Ahnung, ob das so sein soll. Ich denke ja mal nicht. Jetzt habe ich hier überall irgendwelche Knochenschnipsel. Der eine Kopf war auf jeden Fall auch so Revelio. Komisch wie das. Das hat so geleuchtet. Es muss ja irgendwas mit den Skelettstückchen vielleicht auf sich haben, nehme ich mal an. Die ich jetzt hier schon überall verstreut habe. Und das Ding leuchtet halt so komisch. Das ist das, was mich halt irritiert. Wingardium Leviosa. Oh, jetzt sind es aber mehrere auf einmal. Aha, okay. Reparo. Nein. Wingardium Leviosa. Aha. So läuft es ab. Gut zu wissen. Ich brauche aber noch ein paar mehr Knochenstücke. Ach, die dazu. Hier, mit denen dazu. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt kombiniert bekomme wie vorhin. Das war irgendwie Zufall. Ja, theoretisch müsste ich so schon durch hier durch, wenn wir es klettern können, oder? Ja, mir fehlen hier noch Knochenstücke, aber ich weiß nicht, wie ich das vorhin aneinander bekommen hatte.
Ah, okay. Deshalb. Jetzt aber. 10 Jahre später. Für das Rätselchen hier. Geht es nicht so, wie ich das gerne möchte. Ach, jetzt geht's. Einmal runterfallen, dann geht's. Ich war ja nah da dran, aber ich nicht hinterfragen. Es wird mal wieder eine 2-Stunden-Folge. Sehe ich doch vor mir. Das muss sich ja auch lohnen. Aha. Das geht zu ihr. Das könnte man schließen. Oder warum glänzt das? Gut, das war einfach nur eine extra Kammer für eine Truhe, nehme ich mal an. Lumos. Also würde ich jetzt mal annehmen. Und eigentlich geht es da lang. Ablenkung kann ich, um bloß sich am Ziel anzukommen. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Also willst du es kaputt machen? Dass sie mal gleich alles kaputt machen möchte. Also so bin ich ja nicht. Mach doch nicht einfach immer alles kaputt. Das gehört sich nicht. Kein Fall. Keinen Fall. Muss mir hier eine andere Anordnung überlegen. Ich weiß halt nicht, ob man da hingehen soll, wo es da instabil ist, oder ob es hier jetzt noch eine Kiste gibt. Wege für nach oben. Gewissens. Ich denke halt immer bei den einen Kisten, man könnte die bewegen. Mit Akio. Diese hier, weil die könnte... Die kann man halt wirklich darüber bewegen. Und da ist jetzt bestimmt gleich nichts. Akio. Wingardium Leviosa. Lumos. Hä? Da ist was. Da hat was geglänzt. Revelio. Achso, das ist... Die Deko, glaube ich, die glänzt. So, dann haben wir das auch eingesammelt. Dann können wir jetzt zu dem instabilen Gedöns. Und hinab. Der einzige Weg. Ja, na dann. Hinab. Wenn es dann geht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob ich heute noch hier runter möchte. Ah, okay. Ich wollte doch noch runter. So, es gibt wieder mehrere Wege. Ich würde jetzt erstmal... Nee, gehen wir da lang. Bei dem anderen sieht man schon, dass man da hin soll, also gehe ich lieber hier lang. Ich bestimmt eine Erkältung. Stopp. Ich sehe doch, dass hier noch ein Weg ist. Auf der Karte sehe ich, dass da noch ein Weg ist. Das. Ja, das sehe ich doch. Revelio. Lumos. Vielleicht für später. Da hätte ich doch da hinten rausgekonnt. Oder für jetzt gleich, je nachdem. Man sieht ja auch mehrere Sachen. Accio. Lumos. So ist es nicht. Bin ich gerade nicht darunter? Bin ich gerade nicht darunter? Ach, das ist dann nicht. Oh, ich sehe auf mehreren Ebenen die Karte. Ah, okay. Ich bin doch gerade eben hier runter. Na. Deshalb, da muss ich nach da. Okay, dann wissen wir jetzt, wie wir zurückgehen. Den Weg. Nehme ich dann mal an. Und kämpfen. Das sieht aus wie so ein Kampfbereich, sage ich ja. Also.
Tego. Ich habe das Falsche aktiv und wie immer mache ich hier gerade alles andere. Außer das, was ich gerne möchte, weil ich möchte trotzdem den Controller nicht nehmen, aber ich öffne mal aus Versehen meine Windows-Apparatur, nennen wir es mal so. Und ich habe jetzt. Geht doch. So. Ja, wenn man nicht aus Versehen sein Windows-Ding öffnet, dann geht auch alles. Ich muss sie erst nochmal alle angucken, das vergesse ich immer ein bisschen. Haben wir es? Okay. Also, nein, doch nicht. Ich habe gerade gedacht, wir hätten es. Zu viel der Freude. Sag mal lieber nichts. Jetzt? Bin mir nicht sicher. Okay, jetzt. Jetzt haben wir es. Okay, hier sind wieder die Mottensachen. Ich schaffe es immer beim Ausweichen, weil ich ja nicht mehr Controller spiele, was ich nicht möchte. Ich hatte es probiert ganz am Anfang. Schaffe ich es manchmal, mein Windows-Menü zu öffnen, was dann immer ein bisschen katastrophal wird. Weil dann natürlich keine Steuerung mehr geht. Ja, falsch. Dann sieht es ein bisschen komisch aus und ich hatte am Anfang, habe ich das mit meinem Zauberset noch nicht ganz so raus. Aber naja, so krass schwer ist es ja theoretisch nicht. Ich glaube, hier ist halt auch dieser Fehler mit dem, dass sich die Motte teilt. Oder soll so sein? Das weiß ich natürlich nicht. Ich denke, soll das so sein? Ach, da geht's hoch, okay. Was hat die denn da gerade gemacht? Sollte das? Das wirkt ja noch komplizierter. Ja, weil du nicht hochgehst. Was ist denn ihr Problem heute? Ich will doch einfach nur da hochspringen. Dann spring halt da hoch. Mir ist das egal. Wieso springt sie denn nicht hoch? Wollte ich noch was Bestimmtes machen? Was ist für eine Scheiße?
So, da wäre noch eine Motte. Da habe ich die eine Motte hergeholt. Von da kam ich. Da muss ich hoch. Ist mir bewusst, aber sie springt nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Vom höher? Vielleicht kriegt man die Plattform auch einfach höher. Weil die das da müsste ja dann auch höher mit der Motte, die ich jetzt schon da hingepackt hatte. Kann ich das mehrfach? Ah! Ja doch, sie geht dann sogar ein bisschen höher. Jetzt komme ich da aber bestimmt nicht mehr hoch. Dann ist es vielleicht wirklich das. Okay, dann probiere ich jetzt nochmal die höher zu bekommen. Vielleicht geht das ja. Ja, es geht halt echt. Der Asche, Junge. Okay, ja, dann haben wir das auch geklärt. Dann kriegen wir nämlich auch da drüben die andere Motte rüber. Komme ich da? So komme ich nicht. Was sich aber wundert, weil sie ja sonst schafft, immer höher zu springen. Und diesmal so gar nicht. Also was von wirklich überhaupt gar nicht. Lumos. Und wie kriege ich die letzte nach oben? Also wirklich, wie kriege ich die letzte nach oben? Das heißt, es muss 4 geben, glaube ich, oder wie? Nee. Hä? Wo kam die denn jetzt her? War die in der Ecke und ich habe die nicht gesehen? Saß die hier daneben? Verstehe ich nicht. Wo die jetzt herkam, also die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Na, dann freuen wir uns doch gleich auf ganz viele Überraschungen. Revelio. Weil sich das so gehört. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Schön, ich mag ja die Erschwinder total. Das sollte ich Lodgok zeigen. Ein Siegerring. Gut, wir haben den Helm nicht bekommen, weil die anderen vor uns da waren. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Ja. Gucke ich direkt nach. Rahmschwarzes Gewand. Na, das könnte ja ein bisschen sneaky aussehen. Ist jetzt eine Abkürzung oder geht es jetzt weiter? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Abkürzung ist oder es weitergeht. Abkürzung. Abkürzung. So, dein Helm ist leider weg. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich alleine? Ein ganzes Lager von Rookwoods Leuten? Ich brauche vielleicht Hilfe. Nur leider haben wir keine Zeit. Ach. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Mhm. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Oder? Finde ich auch. Es ist wirklich unerträglich. Okay, dann, wir sind noch nicht durch. Machen wir mal weiter. Es wird ja wirklich eine sehr lange Folge heute. Nehme ich mal an. Wir wollen schließlich den Helm haben. Was ist das hier für eine Höhle? Ach, das ist nur der ordentliche Weg nach unten. Das ist ein Durchgang. Es ist hier dreckig und müllig. Wir machen aber auch alles kaputt. Und warum liegen hier über so viel zerbrochene Tonvasen rum? Es muss doch nicht sein. Wo bin ich denn?
hier schon mal? Das hat schon bessere Tage erlebt. Ja, oder? Finde ich auch. Das hat wirklich schon mal bessere Tage erlebt. Hier war ich schon mal. Da ist auch die Kampfarena der dunklen Künste. Hier war ich schon mal. Ich habe hier schon ein paar Leute zur Strecke gebracht. Ein paar dunkle Magier und diverse andere böse Menschen. Sagen wir es mal so. Spiders. Achtung, Achtung, meine Lieben. Lumos. Nicht, dass es da noch Stress gibt. Was mache ich denn? Ich wollte nach da hinten ziehen. Man kann die nicht so gut. Besiege schwarze Magier. Ja, schön. Hab ich? Die waren gerade auf dem Weg und ich hatte schlechte Laune. Lumos. Ich muss hier Überstunden machen, um einen Helm zu suchen. Sagen wir es mal so. Auf Spinnen habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. Ich mag keine Spinnen. Da stimme ich Ron wirklich überein. Das muss ich an der Stelle mal sagen. So, da sind die. Mal gucken, wir auf die Sterbe. Bin gespannt. Ich könnte mich auch mal anschleichen. Da sind sie, die Erschwinderinnen. Das habe ich schon mal erledigt gehabt. Da ist ein Häkchen dran. Ach ja. Was ist das? Nora Treff will dir frei. Hast dich ja bisher ganz gut geschlagen. Ja, oder? Ich wusste, dass du noch da bist. Alter. Ernsthaft? Das war noch gar nichts. Naja. Da. Das flinkt nicht, wa? Das flinkt nicht, wa? Und wie, mein Lieber? Willst du etwa noch mehr? Cool, du könntest dich von mir verstecken. Immer doch. Jetzt bringen wir Expulso. Expulso. Wo ist der hin? Expulso. Dafür stirbst du. Expulso. Wenn ich sowas sage, gibt es immer gleich Stress. Muss ich ja mal an der Stelle sagen. Expulso. Expulso. Capringo. Expulso. Hör mal nach da. Soll das alles sein? Expulso! Expelliarmus! Das ist mein Blut! Ein ganz. Das war ein neuer schreckliches Wetter. Okay, man kann es mit Anschleichen und so machen. Ist wahrscheinlich chilliger. Als anstatt einfach reinzulatschen. Das ist halt krass, weil es werden manchmal so viele auf einmal und da muss man halt allen ausweichen, aber gleichzeitig müsste man ja noch irgendwo hinzielen. Das wäre ja schon von Vorteil.
wenn man hinzählen würde, wo man auch hingeht. Und hier gibt es jetzt die Sachen, hole den Helm der Diebe zurück. Ich hätte dieses Lager gar nicht schon mal ausräuchern müssen. Revelio. Naja, das kann man ja nicht wissen. Auf jeden Fall sind die jetzt quasi das zweite Mal schon tot. Die armen Fische, ey. Naja, was will man machen? So ist das Leben. Oh Gott. Das ist für Rookwood. Scheiße. Ein Tierwesen ist in meine Falle getappt. Okay, so. Den Zauberstab nimmst du denn nicht? Versuch es gar nicht. Ich hab's falsche. Ich hab mich schon gerade gewundert, ich hatte schon wieder den falschen Zauberstack. Das werde ich büßen? Wie bitte? Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Lumos. Also, das ist nicht die erste Erschwinderin, die ich sehe. Also, warum muss ich das Sebastian erzählen? Warum, meine Lieben? Warum? Gut. Lumos. Wir haben den Helm. Kann ich die jetzt hier befreien? Nee, die Spinne ist tot. Okay, ich habe auf jeden Fall den Helm. Der ist ein Merlin-Rätseln. Bringen wir den Helm zurück, bevor gleich noch mehr Erschwinder vorbeikommen. Zu Lodgok. Ja, jetzt spricht man 100 Pro nicht so aus. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da. Rennen wir einmal komplett dahin und mal sehen, ob er da ist. Woher? Irgendwie ist das... Ach, da. Mein Navi wollte sich gerade nicht einig werden, wo ich lang soll. So sah es zumindest gerade aus. Bringen wir den Helm zu ihm. Mal schauen. Das war jetzt aber echt ein bisschen... Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch kämpfen muss. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur ein Rätsel. Na, wenigstens gab es noch, nennen wir es mal, eine zweite Runde und nicht noch eine 500. Wie das manchmal so ist. Eigentlich will ich nur geradeaus. Du musst nicht klettern. Ein Schloss, das machen wir danach, das Schloss. Ich wollte nämlich eigentlich eine Erkundungstour machen. Und dafür eignet sich der verbotene Wald eh ganz gut. Hier gibt es so viele Dungeons, nennen wir es Dungeons, so kleine Dinger, die ich noch gar nicht gemacht habe. Die sind alle noch offen, die muss ich alle noch machen. Lumos. Würde sich eine Weile hinziehen. Das würde ich aber, glaube ich, separat machen. Aber ich möchte schon die Karte entdecken. Erstmal hier die Aufgabe erledigen, damit wir ein bisschen in der Story noch voranschreiten. Und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Mit ihm reden. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Mhm. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Mhm. Ha, sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist es mehr als bloß ein Helm. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ha, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seiner Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Okay. Ja, dann haben wir das jetzt aber geschafft. Dann, supi, kriege ich noch eine Sprachnachricht rein. Normalerweise kriege ich nach irgendwelchen Hauptmissionen grundsätzlich 50 Millionen Sprachen, sage ich. Hallo, ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen.
Oh, in den drei Besen gab es auch noch eine Quest. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Mhm. Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe Dick gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Ja. Bitte treffen sie ihn dann dort. Ja. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Kenn ich die? Noch jemand? Also vier Stück kamen jetzt rein, vier Sprachnachrichten. Noch eine? Nein? Okay. Dann würde ich sagen, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Es war mir wie immer ein zauberhaftes, kämpferisches Blumenpflücken heute. Ciao!